Ja, und jetzt kommen wir jetzt zu einer Geschichte, die ist wirklich unglaublich. Man muss so viel Pech haben. Und dann kriegt ein Junge auch wirklich noch einen Schock. Ein Junge, der diesen Traktor gefahren hat in Weilerswist in Nordrhein-Westfalen. Ein 16-Jähriger. Und der hat bei der Hitze auf dem Feld geholfen. Hat den Traktor da stundenlang über das Feld gefahren. Und dann das, dann hat er sich weit und breit leider den einzigen Strommast ausgesucht, der dort eine 110.000 Volt Stromleitung durchführt. Dieser Mast umgeknickt, aber das ist noch lange nicht alles. Riesige Folgen für zehntausende Stromkunden, 65.000 Menschen, 4 Stunden lang und teilweise länger ohne Strom. Was für eine Geschichte. Tim Specks, unser Bildreporter, ist genau dort in Weilerswist vor dem, wie man unschwer erkennen kann, immer noch geknickten Strommast dort. Und mich interessiert vor allen Dingen dieser 16-Jährige, dieses Traktorkind, dieser Traktor-Teenie. Wie konnte dem das passieren? Ehrlicherweise, ich leide ein bisschen mit. Ja, wir leiden hier irgendwie alle so ein bisschen mit. Ich war eben im Dorf unterwegs, habe mal gefragt, wie steht ihr zu dieser ganzen Sache? Die sagen natürlich auch alle Anwohner, ja, es ist ein unglaubliches Unglück, es ist einfach großes Pech. Wir können euch mal dieses riesige Feld hier zeigen. Ja? Es ist wirklich ein unglaublich weites Feld und hier steht genau ein Strommast. Und in genau diesen Strommast ist der arme Junge reingefahren. Er hat das gestern gegenüber diesen Anwohnern, mit denen wir eben sprechen konnten, so begründet, angeblich sei die Lenkung blockiert gewesen und darüber hinaus auch die Bremse. Das heißt, er wollte eigentlich relativ nah an diesen Mast ranfahren, dann eben relativ nah daran entlang mähen. Kurz vorher hat er aber dann offenbar die Lenkung blockiert und dann konnte er nicht mehr ausweichen, ist in diesem Mast, hat ihn, wie ihr seht, komplett umgehauen mit diesem Mähdrescher. Und dann kam auch das Pech zu diesem Schock. Der Strom, der hing natürlich an der Leitung runter und der arme Junge hatte dann, hat er gesagt, auch noch Angst, selber irgendwie einen Stromschlag zu bekommen, weil er eben in der Leitung lag. Er ist dann trotzdem rausgesprungen, es ist alles gut gegangen, dem Jungen geht es soweit offenbar gut. Und die Polizei, die behandelt das Ganze, das ist auch ganz interessant, auch wenn es auf diesem Feld passiert ist. Übrigens, ein ganz normaler Verkehrsunfall. Er wird also jetzt einen Brief bekommen von der Polizei, da muss er sich dann äußern. Also egal, ob man seinem Vordermann drauf fährt oder eben einen riesigen Strommast umwendet, das scheint für die Polizei erstmal dasselbe Ergebnis zu haben. Ja, eins ist zumindest hier klar, der Strommast ist nicht schuld. Ne? Also auf den kann man es in dem Fall leider nicht schieben. Tim Specks, unser Bildreporter, danke dir.